Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Explain 11 zusammen mit Jan. Hi. Hi Leute, wir haben in der letzten Folge den Start hinter uns gelegt, können wir rechts um am i vorbeischauen. Und da sind wir von Frankfurt losgeflogen und jetzt sind wir gleich in Großbritannien in Heathrow, keine Ahnung. Ja, Leute, und landen da bald. Also wir beginnen jetzt bald mit dem Landeanflug. Jan muss glaube ich schon sinken und bei mir kommt das auch gleich. Ich richte das gerade alles ein und ich beginne auch schon zu sinken. Wir waren ja von Flight Level 350, sinken wir gerade auf, also ich habe jetzt erstmal 7000 eingedreht, weil das erstmal so der nächste konkrete gerade Berg ist. Das dauert zwar noch total lang, aber es sind immer die ganze Zeit 2,5 Grad und es kommt ungefähr hin mit 1600 Vertical Speed. Wichtig, das habe ich natürlich, haben hier jetzt tatsächlich, weil wir noch so hoch sind, wahrscheinlich noch einen Machwert hier eingegeben bei der Geschwindigkeit. Ich darf 0,74 Mach fliegen und dann später muss ich es in Knoten umstellen. Aber wenn wir noch so hoch sind, macht man das dann wahrscheinlich noch in Mach, weil diesen Wert, diesen Knotenwert ist ja nicht unser Speed über Ground, sondern Knoten ist ja das, was an den Tragflächen. Leute, übrigens konnten wir natürlich jetzt nicht auf eure Kommentare eingehen, ist ja logisch, von der letzten Folge. Wir sind ja noch im Flug. Das habe ich im letzten Video gar nicht gesagt, also falls da im letzten Video in den Kommentaren schon ein bisschen Kritik geherrscht hat, also wir sind absolut keine Piloten, vor allem ich nicht, also Jan hat das Spiel schon ein bisschen länger, aber auch er ist natürlich kein Pilot. Und ich habe das Spiel auch gar nicht so lang, also das ist alles, Es ist alles ein bisschen Spaß einfach, mehr nicht. Und von daher, nehmt das bitte nicht zu ernst. Ja, nehmt das bitte einfach nicht zu ernst. So, meine Damen und Herren, bitte schnallen Sie sich an. Wir beginnen nun mit unserem Landeanflug. Gute Idee, ich kann hier auch mal Hells anschalten. Licht brauche ich ja noch nicht, wir sind ja noch so hoch. Braucht man nicht unbedingt. So, sind wir denn noch über dem Meer? Jetzt eine Frage. Eine Frage an dich. Wasser. Bei mir sieht man es nicht, da hinten sieht man es. Spielt sich sogar ein bisschen die Sonne da drin oder spielt die sich in Wolken? Oh, ich sehe ein Boot. Nee, zum Flughafen. Ein Boot, nee, ein Flughafen. Ah, das ist die Küste. Ja, die Verwechslung, so gut. Eine Frage, was machst du jetzt eigentlich mit diesen Speedbreaks? Abbremsen kann man mit diesem Hebel, was machst du mit dem? Benutzt du den immer oder nur im Fall, dass du abbremsen musst? Meistens, also wenn es wirklich zum Landeanflug geht und ich diese Landegeschwindigkeit, die muss er ja unbedingt haben, also irgendwie so 150 Knoten und schneller will man auf jeden Fall nicht sein, eher so 145 Knoten, mit dem man dann aufsetzt am Ende. Man will auf jeden Fall nicht schneller, sonst landet man viel zu spät und viel zu doll und so, und deswegen kann man die beim Landen um quasi die Geschwindigkeit unbedingt, weil man sinkt ja, dabei beschleunigt man. Und um quasi das alles nicht zu machen, mache ich das. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie so im Sinkflug irgendwann so die Klappen ausfahre, weil man eben, keine Ahnung, nur noch 220 fliegen darf oder so, und kann man schon mal die erste Klappe oder so ausfahren und man sinkt ja immer noch weiter und die Klappen halten ja nur eine bestimmte Geschwindigkeit aus. Und dann kann man auch schon mal zwischenzeitlich mal die Störklappen ausfahren. Okay. Ja, zu verhindern. Da muss ich mal gucken, dass ich das. Dass diese Geschwindigkeit quasi erreicht wird. Ah, guck mal, jetzt bin ich schon an dem Marker, wo ich von Mach in Knoten umschalte. Bist ein bisschen weiter vorne als ich. 290 Knoten. Sehe ich auch gar nicht mehr, du bist viel zu weit weg, keine Ahnung warum. Ich hatte deinen Namen, glaube ich, gerade noch. Also deinen Namen sehe ich, aber dein Flugzeug, das ist echt weit weg. Ich gebe ein bisschen Gas noch. Dann siehst du ja gar nicht, wie genial meine Landung gleich sein wird. Aber ich werde deine Landung sehen. Das ist krass. Musst du wieder so filmen wie gestern, ey. Wow. Heute im Video bin ich ja gespannt, wie das wird. Also gestern muss man mich loben. Die Landung gestern, die war wirklich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben übrigens den Landeanflug auch nochmal ein bisschen verändert. Customized und verändert, also irgendwie die Transition war komplett dumm einfach, ne?
Und aus dem einfachen Grund, dass wir ein bisschen Zeitdruck haben. Ja. Also wir wollen es dadurch natürlich nicht unrealistisch machen, aber gerade haben wir Zeitdruck, deswegen nimmt uns das nicht zu übel. Deswegen werde ich auch Gas geben jetzt. Oh, ich sehe gerade, ich soll, also ich muss irgendwie mal ein bisschen schneller sinken. Bei Vertical Speed auf 2000. Oh, muss ich auch. Ui. Ich muss ja gewaltig tiefer sinken. Ja, ja. Damit habe ich ja gar nicht. Irgendwann soll ich Punkte, wo man weil wir eben diese Punkte ausgeschalten haben, ne? Wir haben ja. Ja, wir müssen diesen Landeanflug haben wir ein bisschen verändert, deswegen müssen wir definitiv stärker sinken. Aber das kriegen wir hin. So kriegen wir das, denke ich, hin. Ja, lass ich mal so. Man sieht auch schon auf der Map hier, wir fliegen quasi straight hier drauf, zack. Dann parallel zum Flughafen und dann machen wir eine relativ coole, ja, 92 Grad Kurve miteinander. Dann kommt die Landebahn. Ja, das ist es. Wie? In den Bildschirm reinzoomen. Wenn wir gerade Wind von quasi genau vorne, fing ja 280 Grad gerade und von 283 Grad kommt ein Wind von 32 Knoten. Und hier oben, wir sind ja noch ziemlich weit oben, über 20.000 Fuß, noch minus 34 Grad. Deswegen unbedingt wichtig, dass wir das Anti-Eis auf jeden Fall auch drin haben. Sonst bricht mir hier alles ab. Aber wie wir gerade sehen, haben wir keine Vibration, also es ist wirklich ziemlich still hier gerade. Ja, bei mir shakes es ab und zu so ein bisschen, aber es ist echt leicht. Oh, ich sehe da unten einen Flughafen wieder. Nicht ein Boot? Nein, Boot ist da. Diesmal nicht. Nee, wir sind ja auch gar nicht mehr über Meer, glaube ich. Du fliegst ja 92, ne? Ganz bisschen. Ich flieg 92, ja. Ich bretter mit 0,8 Mach. Da werde ich auch gleich angefunkt, dass hinter mir so ein Verrückter ist. Boah, Alter, okay, 19.000 soll ich ins. Ja, okay, jetzt so langsam. Ich muss ja ein bisschen an dich rankommen, weil sonst. Ganz okay. Also langsam geht meine Sinkrate, glaube ich, wieder. Muss mal gucken, ob ich das dann wieder so ein bisschen verstelle. Ein bisschen weniger gleich mache oder so. Ich könnte natürlich jetzt eigentlich auch mal nach Fauna fliegen. Ich mach das mal im Video, mache ich Fauna mal an. Ah, guck mal, der reduziert jetzt den Vertical Speed. Man sieht sogar, wie er den reduziert. Der macht das selber jetzt. Mit das ist ja ein Cheat. 1733. Das mache ich jetzt nicht. Ich mach's mal von manuell. Das noch nie ausprobiert und werde das auch im Video nicht machen. Ein bisschen Abwechslung hier. Der Schalter ist jetzt ganz langsam runter. Der dreht, vielleicht dreht er jetzt wirklich so richtig zu diesen 1600, so wie ich es normalerweise immer selber einstelle. Aber meine eigene Einstellung so gut ist, macht er die jetzt auch. Faunaf hat mir abgeguckt. Ja, ja, sicher. Das ist total das nervige Geräusch auf jeden Fall, dadurch, dass es gerade so automatisch so langsam runterrattet. Aber egal, es passiert einfach gerade. Ich bin krass, dass die Sonne sich so extrem in den Wolken spiegelt. Oh, er hat auf minus 1604 eingedreht. Ei. Und nicht 1600, sondern. Oh, jetzt macht er runter. Jetzt geht er. Das ist so gut. Aber er bleibt konstant. Was musst du da eigentlich machen? Du drückst nur auf Faunaf, oder? Du drückst auf Faunaf und dann macht er den Sinkflug mit Geschwindigkeit und Vertical Speed, macht er alles selber. Also dann musst du wirklich gar nichts mehr machen. Nee, wenn du Faunaf anmachst, dann musst du gar nichts mehr. Das kannst du halt selbst beim Anflug einfach nur zugucken. Aber ich, wie gesagt, ich möchte das mit dem Faunaf jetzt mal ausprobieren. Beim letzten Mal, im letzten Video haben wir ja gesehen, dass ich stärker. Das im Anflug. Also wir haben jetzt, Mike und ich, ordentlich nochmal trainiert und geübt und so. Und ja, oder und es hat vielleicht sogar gute Anflüge mit dabei, vielleicht. Boah. Also so, sag mal kurz an, wo bist du gerade? Warte. Ich bin. In 2,4 Minuten bin ich bei Lamm, also in ungefähr 14 Nautischen Meilen. Ist das der nächste Punkt, den du ansteuerst? Ja, das ist mein nächster Punkt. 14 Nautischen Meilen? 14 Nautischen Meilen bin ich bei Lamm. Okay, dann gebe ich weiter Gas. 0,8 Mach! Ja, wenn du auf Faunaf umschalten willst, wird dann natürlich die Geschwindigkeit bei dir auch trotzdem.
Ja, alles klar. Nee, mach ich nicht. Ich muss enorm sinken zwar, das ist mir klar. Das harmoniert nicht ganz so damit, dass ich jetzt gerade Ultra Speed gebe. Wieso? Das harmoniert absolut komplett. Naja. Du verlierst ja keine Geschwindigkeit, weil du ja sinkst. Das ist ja voll geil. Aber das Ding ist, ich muss halt ein bisschen an dich rankommen. Ich steuere nämlich erst Nilon an, dann Gilda und dann erst Lamm. Ja, aber die Punkte sind so nah beieinander. Ja, sie sind schon nah beieinander, aber trotzdem. Und dann habe ich immer noch 30 nautische Meilen, bis ich auf unter 7000 Fuß sein muss und 240. Das noch sehe ich dich nicht. Absolut in Ordnung. Aber ich sehe dich auch noch nicht. Ich sehe das gleich schon kommen, du überholst mich gleich. Ja. Fliegst du durch mich. Sicher. Ganz klar. Ich finde das aber mit dem Fauna, finde ich das gerade richtig angenehm, weil du nichts machen musst. Ja, das ist total chillig. Fickert übrigens. Aber ich hoffe, wie gesagt, was ich den Zuschauern gerade erklären wollte, dass meine Anflüge, also wir haben ja gestern, vor allem gestern, haben Mike und ich relativ viel trainiert, ja. So. Und bei mir war es so, wie gesagt, den Anflug quasi, Sinkrad habe ich immer selber eingestellt. Natürlich das LNAV und so bringt mich auf Kurs der Landebahn und so. Wobei das gestern beim Anflug auf Tegel einmal auch nicht so ganz funktioniert hat, man musste den Autopilot rausschalten. Das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich bin immer, dass ich am Anfang quasi Angst habe, dass ich zu schnell werde, wenn ich bei der Landebahn bin. Deswegen singe ich am Anfang schneller, um dann so ein bisschen flacher zu fliegen. Das klappt zwar, aber das ist dann irgendwie so ein richtig hässlicher Anflug. So habe ich es irgendwie gestern halt die ganze Zeit gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass das VNAV mich halt absolut smooth so runterbringt. Smooth. Und oh, ich dreh jetzt auf die Gegengerade quasi ein. Rennkommission. Und ich bin. Was für einen Kurs müssen wir eigentlich einstellen, Heading? Wenn wir 09 müssen wir 90, ne? Ja. Hast du deine Bremse auch schon scharf geschaltet? Nee, wie mach ich das denn? Auf Max stellen. Ach, dieses Rädchen, ja doch, das habe ich gemacht. Hast du die Speedbrake scharf? Die habe ich nicht. Brauche kein Mensch, ich brauche ja Speed. Nein, du sollst sie doch nur scharf schalten, das heißt nicht, dass du. So scharf schalten heißt nach unten, jetzt zu mir ziehen. Nein, wenn du zu dir, dann aktivierst du sie, aber du sollst ja nur scharf schalten. Scharf schalten heißt. Wenn du sie ganz nach vorne drückst. Ja. Ja, dann geht es ja so ein bisschen nach oben. Ja. Das bedeutet, dass sie scharf geschaltet sind. Das heißt, wenn du Bodenkontakt mit den Rädern hast, fahren die automatisch aus. Okay, ah, okay, okay. Das ist ja genauso wie mit den mit der automatischen Bremse. Sobald du mit allen Rädern aufgesetzt hast, bremsen die. Ab dann, und das Einzige, was du quasi noch zusätzlich zu diesen ganzen Mechanismen, die schon automatisch mit diesen beiden automatischen Mechanismen, ist halt, dass du noch Umkehrschub dazu machen kannst. Das wird nicht automatisch. Umkehrschub. Ich merke schon, damit kann ich immer richtig gut umgehen, Leute. Das ist was ganz Tolles. Ich steuere jetzt Lambo 30 an den 22 nautischen Meilen und da habe ich ja schon bei Altitude eingedreht, 7000 Fuß. Warte, wie viel, was steuerst du an? Lam 30. Wie viel hast du dazu? 21 nautische Meilen. Und wie lange warst du? Brauche 3,7 Minuten. Okay. Ich kann eigentlich jetzt schon mal 6100 eindrehen. Weil mein VNAV bringt mich ja perfekt auf die 7000 da und da muss ja unbedingt über den 6000 sein. Deswegen kann ich das schon mal machen. Und da ist dann auch eine Sinkrad von 3,3 Grad und dann 5,5 Grad, nochmal 5,5 Grad. Deswegen, das ist glaube ich ganz geil mit VNAV, das Mann. Ich bin echt gespannt, wie das mich runterbringt, aber bis jetzt ist es ideal. Kann ich nicht meckern. Ich bin auch immer noch bei 290. Bei Lamm 30 soll ich aber angeblich nur auf 240 sein. Ja. Deswegen bin ich gespannt, was das VNAV dann. Ich bin bei 320. Aber ich habe schon auf 240 gestellt. Ich sinke. Alles gut. Mein Flugzeug ballert hier noch mit 290 lang. Weiß ich nicht, wann sich das überlegt, um mal niedriger, langsamer zu fliegen. Ja. Oh, ich bin ja jetzt übrigens bei 10.000 Fuß ist gleich, also mache ich schon mal hier. Bin mir gar nicht sicher, muss ein Taxi auch ran. Das Taxilicht, muss man das auch anmachen? Ich mach's an, ich hab keine Ahnung.
Also Landelichter auf jeden Fall, 10.000 Fuß, zack, zack, die anderen Lichter sind an, Seatbelt sind an, Anti-Eis. Seatbelt. Geil. Ja. Die Anschnallzeichen. Ja, krass. Oh, ich sehe hier einen anderen Typ, der hier ist. Was? Kann das sein, dass oh. er in London steht am Flughafen? Ja, Chester? Rot heißt immer steht. Ah ja, das und ist und weiß heißt immer, der fliegt gerade. Ja, wir fliegen übrigens. Das ist ein Idiot. Ja, ja. Ich fliege jetzt übrigens voll in Wolken rein, du auch. Also, noch, ich bin noch nicht drin, aber ich fliege ziemlich hart jetzt rein, glaube ich. Ich auch gleich. Also, auf welcher Höhe bist du denn, dass du da gleich schon reinfliegst? L5. L5, ja, ich bin auf 9,4, ja. Ich bin noch nicht drin. Ich bin aber auch ich noch nicht drin. Ich sehe sie auch schon vor mir, aber das dauert noch. Ja, ja. Wie singst du gerade? Minus 1000. 200 ungefähr. Ich kann auch mal wieder ein bisschen zurückschrauben. Wie gesagt, der macht das eigentlich ziemlich gut. Ah, guck mal, auch die Geschwindigkeit passt da auch gut an. Es sinkt ganz langsam jetzt so irgendwie so, jetzt gerade bei 273. Also er passt es, dass ich bei diesem Punkt genau 300 fliege. Passt da perfekt an. Aber ich sink jetzt gleich mal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, dass ich da jetzt Altitude 6100 eingedreht habe, ob er das überhaupt so, ob ihm das voll egal ist, dass Altitude ist, die Einstellung bei Fraunhofer, da bin ich mir gar nicht sicher. Das ist interessant zu wissen, das wäre interessant zu wissen, das aber da, kann also, sein eigentlich, ne, dass er das ignoriert und einfach. Ja, weil er hatte hier die Höhenangaben in dem Flugcomputer, er nimmt ja eigentlich alles aus dem Flugcomputer raus, deswegen, eigentlich ist das Altitude, glaube ich, sogar egal. Das kann sein. Er wird nicht nur langsamer, was er ja machen soll, sondern ich glaube, er will tatsächlich die 7000 jetzt ansteuern, die da steht, und sinkt dann auch erstmal nicht weiter. Weil er ist jetzt schon bei minus 800 nur noch. Welche Höhe hast du? 7400. Also ich komme, also es wird wieder eine Punktlandung, natürlich logischerweise. Weil der nee, echt? Autopilot das ja macht. Damit habe ich so gar nicht gerechnet hier. Ich auch nicht. Ich sehe dich aber immer noch nicht. Wie viele nautische Meilen hast du denn zu landen? 12. 11 jetzt. 12? Ich habe 0,6. Also okay, du bist 12 nautische Meilen hinter mir. Ja, krass, krass. Mann, du bist ja auch weiter unten, dann kannst du ja wieder anders fliegen. Okay, also ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Nicht? Ja, man muss bestätigen, bei VNAV muss man bestätigen, wenn er diesen Punkt erreicht hat, den er jetzt gerade hatte, da hat es, glaube ich, also ich bin mir nicht sicher, aber dieses VRS ist gerade irgendwie, also ich habe, ihr merkt, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas hat er da gerade gemacht. Irgendwas hat er gemacht. Und ich glaube, ich musste gerade quasi nochmal auf VRS, weil er bei Altitude Hold gerade hatte. Alter, was ist da denn? Hier ist gerade ein würdiger Speed los. Ich glaube, er hat den würdigen Speed jetzt gleich schon mal eingestellt, um die 5,5 Grad gleich zu fliegen. Ja, holy shit. Okay, ja, das Altitude, was ich da eingedreht habe, ist dem voll egal. Er singt weiter, okay. Das ist aber schon mal gut zu wissen. Ja, klar. So, ich verringere das schon mal. Ich bin jetzt bei 5300 schon. Und meine Geschwindigkeit steigt, das heißt Speed Breaks aus. Weil ich will jetzt auf jeden Fall die 240, ja bei 240 schalte ich Speed Breaks, kann ich auf jeden Fall rausmachen, das ist was Gutes, aber die Klappen fahre ich bei 240 noch nicht aus, das ist mir zu gefährlich. Aber er hat danach keine Geschwindigkeitsangaben mehr, weil dann gehen wir mit 240 quasi, da ist er dann raus, krass. Da würde ich das fast ganz ich bin gespannt, wie jetzt landest du mit VNAV, landest du dann mit 240. Weil da nichts mehr drin steht. Ja. Er lässt einfach so. Nee, man kann Anfluggeschwindigkeit irgendwie auch einprogrammieren, aber das haben wir wahrscheinlich. Also ja, ja. Er bleibt bei 240, das wäre richtig lustig. Ich würde es testen an deiner Stelle. Ja, ja, klar. Wenn er nicht langsamer wird, dann mache ich VNAV raus, aber das wäre natürlich schade, weil eigentlich will ich dieses VNAV halt, wie gesagt, Alter, was er hier gerade für komische
haben schon krasse Kurven. Ich bin jetzt übrigens auch voll in der Wolke schon drin. Ja, ich müsste jetzt auch gleich rein. Also das ist echt eine komische Kurve, die hier gerade fliegt. Aber die Wolken sind friedlich, ne? Das ist kein... keine Turbulenzen, oder? Nur ein ganz bisschen. Also man merkt schon deutlich, aber ich glaube, das ist einfach, weil hier irgendwie so eine crazy Kurve fliegt. So, jetzt hau ich rein in die Wolken. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, schon unterhalb der Wolken. Krass. Jetzt hau ich rein in die Wolken. Oh. Mein VNAV ist ja absolut intelligent. Was? Alter, ich soll erst... Ich bin ja schon bei 1600 und ich soll erst gleich bei 3000 sein. Ist der irre? Hä, was? Was? Alter, ich muss... Gleich Absturz. Überschlag. Lol. Bei mir ist alles gelb. Rot, gelb. Pink, lila. Muss wieder steigen. Bei wie viel bist du? Das VNAV, also das hat gerade nicht funktioniert, das VNAV. Ich war gerade bei unter, ich bin gerade unter 1000. 1000 Fuß? Unter 1000 Fuß. Alter, was? Du hast doch so gesoffen, was ist denn da los? Dafür kann ich ja nichts. Auch wenn wir jetzt schon enorm sinken müssen, aber trotzdem. Landebahn, Sicht, Fahrwerk ausfahren, 145 Speed einstellen. Ja, jetzt erst 145. Okay, jetzt kommen so ein bisschen Turbulenzen. Fahrwerk ausgefahren, Klappen ausgefahren. Alter, das wird so ein flacher Anflug. Genau das wollte ich halt nicht eigentlich durchgefahren haben, aber... Alter, das ist... Es hatte eigentlich noch alle Werte, hatte es quasi noch. Ich weiß gar, also ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Wenn ihr wisst, was da passiert ist, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber ich fliege jetzt einfach geradeaus quasi mit den Einstellungen auf 1500 Fuß jetzt weiter, bis mir die Lampen da unten zwei rot, zwei weiß anzeigen und dann mache ich den Sinkflug selber. Ich bin ja schon auf 1500. Selber. Achso, ich kann mal die Speedbrakes. Was machst du da? Bei den Speed Brakes? Ja, nein, ich hatte die Speed Brakes gerade aktiviert und. Ach so. So. Der Chester ist übrigens abgehobener, der da in London stand. Ja. Oh, ich glaube, ich mache einen richtig guten Anflug gerade. Ich guck mir dein Video unbedingt an. Das wird interessant. Manuell mache ich das gerade irgendwie ein bisschen besser, warte, jetzt muss ich ein bisschen hochziehen nochmal. Aber okay, jetzt haben gerade kurz zwei weiße geleuchtet, jetzt wieder ein bisschen niedrig, es leuchtet wieder was weißes, sehr gut. Der Anflug sieht schon deutlich besser aus, was ich jetzt hier gerade mit Autopilot und mit mir quasi jetzt gerade mache. Mit mir, oder? Bist du eigentlich auch schon eingedreht auf... Nee, jetzt gerade dreht er. Okay, jetzt leuchtet wieder alles rot, also wieder. Aber irgendwie bin ich mega schnell und kann schlecht sinken gerade. Die Geschwindigkeit. Okay, wir fahren die Klappen aus. Zumindest die erste mal. Ja, wir sinken ja jetzt, das ist alles in Ordnung. Okay, wir können ausfahren. So. Eine weiße Lampe leuchtet. Noch keine Sicht. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, Leute, aber das kriegen wir hin. Zwei weiße Lampen leuchten. Irgendwie landen wir, auch wenn wir am Gras landen. Irgendwie kommen wir schon runter. Du landest jetzt zum ersten Mal mit dem... mit diesem neuen Plugin. Das ist krass. Jetzt wirst du erstmal sehen, wie das. Raus, wirst du erstmal sehen, wie das checkt. Der bringt dich schon gerade drauf, ne? Nicht ja. So wie gestern bei Frankfurt. Boah! Alter, das. Hast du es gesehen? Wow, Alter! Bist du drauf? Ich bin drauf.
Jetzt hast du zum ersten Mal gesehen, wie das sich anfühlt. Ich bin aber wieder so gebaut, weil ich mich so erschrocken habe. Jetzt hast du zum ersten Mal gesehen, wie sich das anfühlt. Alter, hab ich mich erschrocken. Und ich hatte gestern eine richtig harte Landung. Da kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt. So, Landebahn Alter, ist in Sicht. Regt das denn? Alter, mach bei mir jetzt auch gerade so Vollgas. Ja, siehst du? Das ist richtig komisch. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. So, du kannst mir zugucken. 6 nautische Meilen, ich komme. Ja, warte, ich muss auch von der Landebahn runter. Ja, ich hatte gerade das Problem hier. So, und jetzt ganz langsam. So. Ne, Chester, der startet jetzt gerade erst. Der startet gerade. Bei mir war der vorhin in der Luft. Der wurde nur weiß angezeigt. Ja, ja. Jetzt hebt er gerade ab. Okay. Bei mir. Gegen in meine Richtung wahrscheinlich. Nee. Okay, Leute. Abheben sehen. Da hinten kommt der Mike. Siehst du mich schon? Kann ich schon ein bisschen sehen, ja. So, wo bin ich denn hier? Ah. Relativ tief auch. Vielleicht nicht ganz perfekt gelöst. Boah, ich habe die perfekte Kameraperspektive. Siehst du mich jetzt besser? Ja, ich sehe dich. Ich habe die Kamera von der Landebahn genommen. Ist natürlich eine kleine Verzögerung jetzt, Leute. 500. Also das Landen, also es war... Durch dieses Dings hast du bei mir so gebounced und außerdem, also ich bin wieder irgendwie relativ spät erst aufgesetzt. Auch wenn ich natürlich noch Kilometer hier von der Landebahn hatte, aber die war natürlich auch ultra lang. Das ist wahrscheinlich auch gut für mich, dass sie so lang ist. Jetzt bekomme ich auf meinem zweiten Bildschirm gerade gleich die Anzeige von dem Programm, ob meine Landung krass war. Wahrscheinlich gar nicht. Aber wie gesagt, das mit dem Speed, das hatte ich vorher noch gar nicht. Vielleicht ist das ein Plugin oder so. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen ruckelt gerade bei mir. Was heißt, wenn alle Lichter rot sind? Dann bist du zu tief. Bin ich rot heißt nicht. Zu tief, weiß heißt zu hoch. Das ist halt sehr erstaunlich. Also, muss wahrscheinlich wirklich... Sinken, sinken, sinken und dann halt wirklich kurz bevor man aufkommt, die Nase heben. Ich muss halt wirklich, dadurch, dass ich so flach anfliege. Leute, übrigens, das muss ich bis zum nächsten Mal dann hinkriegen. Dass ich. So, jetzt schalten wir Autopiloten aus. Ich muss das jetzt selber noch ein bisschen. Ich muss das bis zum nächsten Mal dann hinkriegen, Leute, dass ich hier. Eine Wiederholung machen kann von der Landung, dass ich das noch besser einfangen kann. Wie macht man das denn? Ja, das stand da vorhin gerade, dass man das machen kann. So. Oh je, jetzt wird's spannend. Jetzt könnte man langsam mal aufsetzen, Mike. Und wir sind drauf. Geht in Ordnung. Jetzt, ui. Das war aber alle Räder gleichzeitig. Nee, nee, bei mir nicht. Das ist vielleicht wieder nur hier. Ja. So. Schalten wir das alles mal aus. So, wo ist der gute Herr Let's Play? Aha, da. Mal Landescheinwerfer ausschalten. Nö, nee, sowas lassen wir an. So. Oh, krass. Gelandet.
Wir sind auf jeden Fall da. Yep. Und es hat alles funktioniert. Nice, ich stelle mich jetzt einfach neben dich. Bin nicht abgestürzt. Wir sind nicht abgestürzt, die Landung war okay. Also ich bin zufrieden, ich hatte eine smoothere noch, aber war auf jeden Fall okay. Also da hatte ich auch noch viel, viel schlechtere. Nein, also, hätte auch immer besser sein können. Bin gespannt, wie das bei dir aussieht. Vor allem du jetzt eben mit dem ersten Mal dieses Movement mit dem Headshaking. Aber ist auf jeden Fall ganz cool. Ich würde jetzt sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Genau. Und dann schaut auf jeden Fall bei einem weiteren Video vorbei. Gibt uns Tipps und Flugrouten, was sollen wir mal? Genau, von wo bis wo sollen wir fliegen? Vielleicht eure Stadt oder was auch immer, worauf ihr Bock habt. Und ja, bis zum nächsten Mal werden wir auch noch ein paar Sachen installieren, das noch cooler ist. Ja, Dankeschön, lasst mir euch, wenn es euch gefallen hat, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Oh.